Es freut mich, dass heute Mike Foster unser Gast ist. Mike ist Pastor und macht den Podcast Fun Therapy. Zudem ist er der Autor des neuen Buches Five Dates, das er gemeinsam mit seiner Frau Jennifer geschrieben hat. Es ist eine hilfreiche Anleitung für Ehepaare, die durch einen einfachen und biblischen Prozess ihre Ehe wieder beleben wollen. Begrüßen Sie mit mir Mike Foster. Hallo Mike. Danke Bobby, hallo. Es ist schön, dass Sie heute zusammen mit Ihrer Frau Jennifer hier sind. Und Sie haben übrigens heute Hochzeitstag. Stimmt, heute sind wir 23 Jahre verheiratet. Ein großes Fest für uns. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich habe Ihre Bücher hier und die Menschen lieben diese Ehebücher. Und natürlich sind Sie beide der lebende Beweis, dass sie funktionieren. 23 Jahre Ehe. Sie haben wirklich etwas dazu zu sagen. Und natürlich haben Pastoren keine Eheprobleme, weil sie ja perfekt sind, nicht wahr? Ganz genau. Ich fange einfach mal an. Was hat Sie denn motiviert, gemeinsam dieses Buch zu schreiben? Ich habe mal jemanden sagen hören, dass Beziehungen wie ein Spaziergang im Park sind. Das Problem ist nur, dass es der Jurassic Park ist. Also wir sind seit 23 Jahren verheiratet. Wir sind vorher 5 Jahre befreundet gewesen und sind also insgesamt 28 Jahre zusammen. Beziehungen sind chaotisch, sie sind komplex und schwierig. Wir wollten deshalb ein Angebot schaffen, das Paaren hilft, wieder aufeinander zuzugehen. Es muss natürlich nicht immer der Jurassic Park sein. Beziehungen können eine lebensspendende und unglaubliche Erfahrung sein. Es wird immer viele Herausforderungen geben. Sie haben sich hingesetzt und haben dieses Buch gemeinsam geschrieben. Aber selbst in diesem Prozess des Schreibens kamen einige alte Themen wieder hervor, nicht wahr? Richtig, das hat Spaß gemacht. Es war unser erstes gemeinsames Projekt und eine Erinnerung, die dabei hochkam, war unser größter Streit. Und dieser größte Streit war während eines Eheseminars, ein verrücktes Umfeld für einen großen Ehekrach. Aber er war echt. Und das passiert übrigens ganz vielen Paaren. Wir erwarten Dinge oder vergleichen unsere Ehe mit anderen Beziehungen. Oder wir haben ein sehr idealistisches Bild davon, wie eine Ehe funktionieren sollte. Deshalb war es für uns sehr wichtig, etwas zu schaffen, das sagt, es ist wirklich schwer. Und manchmal kommt es zu Streits während Eheseminaren. Das ist eine Realität unseres Lebens. Aber es ist sehr positiv, wenn man bewusst daran arbeitet und anfängt, in die Beziehung zu investieren. Das ist gut. Vergleiche beeinflussen eine Beziehung, nicht wahr? Schließlich zeigt ja keiner seine Streitigkeiten auf Instagram. Das stimmt. Wir schreiben jedoch einiges über unsere Kämpfe, weil sie real sind. Wir sehen auf Instagram andere Paare und fangen an, uns zu vergleichen. Und das hilft keiner Beziehung. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Ehepaare, auch wenn es hin und wieder große Streits gibt, eher dazu neigen, zu mauern, sich die kalte Schulter zu zeigen. Manche sagen, wir sind zwar noch Freunde, aber die Intimität ist weg. Wir sind nicht mehr die besten Freunde, wie wir es mal waren. Auch das kommt vor, nicht wahr? Es ist schwerer, das zu verändern, oder? Ja, wir nennen das die schleichende Entfremdung. Am Anfang sind die Paare verliebt und alles läuft gut. Doch dann hören sie auf, in die Beziehung zu investieren. Sie hören auf, miteinander Zeit zu verbringen und entfernen sich langsam voneinander. Einer der Gründe, die Jennifer und mich dazu motiviert hat, dieses Buch zu schreiben, war, dass etliche Freunde aus unserem Kreis nach 20 oder mehr Ehejahren sich auseinandergelebt hatten und sich schließlich scheiden ließen oder echt zu kämpfen hatten. Wir dachten darüber nach, wie man dieses Entgleiten stoppen kann. Und das geht durch das bewusste Rendezvous. Es ist auch schwer, wenn sich Freunde trennen. Man hat das Gefühl, man müsste sich auf eine Seite schlagen. Dazu kommt die ganze Scham, besonders in der Kirche, und das sollte nicht so sein. Gott kann Ihre Ehe retten und Gott liebt beide Seiten. Was halten Sie für das größte Hindernis für eine großartige Ehe? Ich glaube, das kennen wir doch alle, ob verheiratet, befreundet, verlobt oder ohne feste Beziehung. Es ist die Geschäftigkeit des Lebens. Ich glaube auch, dass wir zu sehr mit anderen verbunden sind. Die Kinder, Fußballtraining und alles Mögliche, was wir im Leben zu tun haben, lassen uns den Menschen vergessen, der uns eigentlich am wichtigsten ist. Deshalb geht es bei diesem Projekt darum, Ehepaare etwas zu bremsen und zu ermutigen, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren, nämlich Zeit miteinander zu verbringen. Das ist gut. Ich finde es toll, wie praktisch Sie das Ganze angehen. Es gibt ein Seins und ein Ihres, das sind Arbeitsbücher. Eines für die Männer und eins für die Frauen. Eins ist für ihn und eins für sie. Ja, und das Buch für die Männer ist auch bebildert. Wir haben es sehr schlicht gehalten. Das ist gut. Leicht zu lesen. No reading. Sehr lustig.
Manche lachen immer noch. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass Sie Männer und Frauen unterschiedlich ansprechen, weil wir auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und deshalb unterschiedliche Arten, an die Ehe heranzugehen. Sie haben sogar einen anderen Farbcode für Männer gewählt. Nun, was würden Sie jemand als Ermutigung mitgeben, der heute fragt, wie bekomme ich eine Wende in meine Ehe? Eine Ermutigung für Paare. Der Feind unserer Ehen will uns ja einreden, es wäre hoffnungslos. Gib einfach auf, der Versuch, etwas zu ändern, ist sinnlos. Meine Ermutigung ist, fangen Sie an, sich kleine Häppchen Hilfe zu holen. Treffen Sie kleine Entscheidungen, für das zu kämpfen, was Sie haben. Investieren Sie in das, was da ist. Ich glaube, dass Gott uns das belohnen wird. Verlieren Sie nicht die Hoffnung und geben Sie nicht auf. Mike Foster und seine Frau Jennifer, vielen Dank Ihnen beiden für diese Bücher. 5 Dates, lesen Sie rein. Sie werden froh sein, dass Sie es getan haben. Vielen Dank. Danke, Bobby. Gott segne Sie.